Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen nochmal das mächtige Westrom und ich glaube, heute ist der letzte Teil dieses Let's Plays, denn ja, es gab so ein paar Entwicklungen bei den Zuschauerzahlen, die mir einerseits sagen, dass offenbar viele sich nicht mehr so sehr für dieses Let's Play interessieren. Was heißt nicht mehr viele, ne? Also nicht mehr viele heißt ja immer so, es sind so um die 1000 rum. Das andere ist aber auch, ich hatte ja eine Umfrage mit euch gemacht und da würde ich vielleicht ganz gerne noch ein bisschen mit euch drüber sprechen, weil ja auch viele gerne sehen wollten, dass ich halt so eine normale Westrom-Kampagne mache, ohne dass man hier Siedlungen aufgibt, ne? Also die meisten der Zuschauer, die haben tatsächlich angegeben, also immerhin 446 von 543 Befragten, das sind 82% ungefähr, haben angegeben, dass sie gerne Total Wargames sehen wollen. Und nochmal eine sehr große Zahl, 234, haben angegeben, dass sie auch nochmal Total War, also von diesen 446 haben 234 angegeben, dass sie gerne Total War Attila sehen wollen. Es gab auch einige, die Rome 2 sehen wollten und auch ein paar, die Thrones of Britannia nochmal sehen wollten. Und ich denke, hier gab es ja auch in diesem Let's Play so eine Tendenz, dass viele gesagt haben, sie wollen mich mal leiden sehen mit Westrom, weil ich sag mal so, ganz ehrlich, das hier ist auch ein Leiden für mich in einer gewissen Art und Weise, weil halt doch insgesamt recht wenig passiert, ne? Also, ja, genau, es passiert einfach insgesamt recht wenig. Die KI ist halt natürlich sehr darauf ausgelegt, Konfrontation zu vermeiden, solange sie halt nicht mit jemandem verbündet ist, ne, wie hier zum Beispiel, also, oder wir gute Beziehungen mit denen haben, hier die Anden, die machen sich ja jetzt hier breit momentan. Das ist keine wirkliche militärische Bedrohung für uns, also wir sind so stark, wir haben so viel Geld, wir können also locker diese ganzen Herausforderungen meistern. Wir haben sehr starke Armeen außerdem, mit denen wir uns sämtliche Siedlungen ja wieder zurückholen könnten. Will ich übrigens die Defensores, will ich die noch upgraden? Ah, die werden schon ganz, ganz schön teuer dann, ne? Aber okay, upgraden wir die auch mal. Die sehen, sieht aus, als haben die einen Preußenadler da drauf oder so? Das wäre wenigstens was Gescheites, ne? Ja, wir sind auch nur noch mit den, wir sind auch momentan nur noch mit den Sachsen im Krieg. So dass wir uns das jetzt auch relativ gut aussuchen könnten. Hier mit hier andere Fraktionen auszuwählen, die wir dann versuchen systematisch fertig zu machen. Ne? Ich habe aus irgendeinem Grund, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe Frieden mit Darkien. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt tatsächlich so war, dass ich die nicht mehr angreifen konnte. Oder was da jetzt genau der Grund war. Auf jeden Fall habe ich momentan keinen Krieg mit denen. Ist auch ein bisschen komisch. Oh ja, genau, warte mal. Wo ist denn der schlechteste General im Spiel? Das hatte mir auch einer gesagt. Das ist einer meiner Statthalter. Wer ist denn das? Ne, der war es nicht. Der ist noch viel zu gut. Das ist einer, den ich adoptiert habe. Da habe ich bei irgendeinem Event nicht aufgepasst. Da hat der so unfassbar miserable Stats bekommen. Oder doch, ich glaube, ich habe aufgepasst. Nur, ja, er hat einfach... Hier, der ist es. Er hat unfassbar miserable Stats bekommen. Autorität minus 4, Cunning minus 2, Zero minus 5, Missile Damage minus 20 für die eine des Kommandanten, was ja nicht so wild ist, ne? Aber hier, Nahkampfangriff, Moral minus 14 für die Kommandanteneinheit. Kann keine Kinder haben. Das ist der Typ, den ich habe kastrieren lassen, glaube ich, ne? Ja, der ist ein blinder Eunuch, ne? Und ich habe schon gesagt, ja, wir müssen den eigentlich feuern. Aber tatsächlich, also als Verwalter ist er ja gar nicht mal so schlecht, ne? Gut, ja, Verwaltungskosten plus 14. Öffentliche Ordnung minus 4. Aber er kriegt ja hier auch wieder plus 5, ne? Also, als Verwalter ist der tatsächlich gar nicht so schlecht. Deswegen behalte ich den, glaube ich, sogar.
Da muss ich noch ein bisschen gähnen, ich bin ja ein bisschen müde. Das stimmt, vielleicht trinke ich mal gerade einen Kaffee. Was machen wir denn jetzt noch? Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich im letzten Part mir vorgenommen hatte. Wenn ich jetzt mal so reingucke. Also, ich denke schon, wir könnten jetzt anfangen, das zurückzuerobern, was uns einst verloren gegangen ist. Ich halte das an sich für keine unspannende Kampagne. Es wird aber wahrscheinlich eine sehr langsame Kampagne sein. Frage ist halt, wen würden wir denn dann als erstes ausschalten? Wenn wir gerade in die Diplomatie gucken. Ja gut, die Sachsen sind mir jetzt relativ wurscht. Ich hoffe einfach mal, dass irgendein anderer migrierender Stamm die irgendwann ausrottet. Wenn sie es nicht machen, dann ist es halt so. Ja, Dakien, klar, aber das Erobern war ja nicht. Die Angeln. Ja, ich weiß nicht. Mit Aran will ich nichts zu tun haben. Judäa eigentlich auch nicht. Katlia auch nicht. Ägyptus oder Ägypten auch nicht. Mit den Himja will ich auch nichts zu tun haben. Die sind auch alle so super weit weg. Die Gepiden, ja gut. Ich meine, muss man halt mal gucken, wo die halt hinlaufen, ne? Solange die in Pannonien unterwegs sind, ich weiß nicht. Die Jüten, die wollte ich, glaube ich, noch ausschalten. Genau. Die haben auch nur noch eine Armee. Das war's, meine ich. Aber auch mit denen bin ich nicht im Krieg. Interessant. Makedonien können wir da lassen. Da bin ich ganz glücklich mit. Lachmiden auch. Mal so. Und jetzt kommen ja nur noch Leute, die uns mögen, ne? Burgunder, Armenien und sowas. Alle anderen mögen uns ja. Also insofern sage ich mal, gut, dann lassen wir das jetzt mal. So, du bist ja auf dem Weg zurück, ne? Wollen wir noch irgendwas bei den Städten im Moment ausbauen? Ich sag mal nee, weil die ganze Siedlungsverwaltung, die schenke ich mir jetzt mal gerade noch. Ja, lauf mal dahin. Profit from this war. Nee, das ist definitiv kein Profit, weil das mein Defensivverbündeter ist, den ich da angreifen soll. Das sind die fränkischen Separatisten, ne? Aber das sieht so aus, als würde der die Siedlung da verlassen. Dann. Moment mal, ja. Warum habe ich mit allen Kriegsparteien Frieden? Habe ich da irgendwas vergessen? Quicksave mal. Nee. Wir machen das anders. Wer ist denn mit den Jüten im Krieg? Die Pikten und die Geten. Die Geten, okay, das ist so relativ. Die Pikten. Ist eigentlich sehr gut. Dann nehmen wir doch mal die Geten. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. The gods bless you. Das wollen die nicht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Das ist ja mehr Geld, als der hat. Steadfast, okay, ja. Das ist doch ein schöner Rang hier oder eine schöne diplomatische Eigenschaft. Ja, der haut natürlich ab. So, dann war es das mit den Jüten. Da, Faction destroyed. Enemy killed in battle. Schön. Der ist 43, das ist sogar noch recht jung, ne? Dann segelst du mal nach Bordeaux zurück.
Wir könnten auch natürlich hier anfangen, diese wüst gefallenen Landstriche in Gallien zu reokkupieren, aber das ist eigentlich, also theoretisch gesprochen ist, praktisch auch, ist das noch zu früh für uns. Wir müssen erst Möglichkeiten haben, die Korruption effektiv zu bekämpfen, bevor wir hier überhaupt weiter expandieren. Also so sehe ich das zumindest. Ne? Ja. We hunger for battle. At your service. On the move. Stopping. Ist Ostrom. Nicht mehr mein Defensivverbündeter? Nö. Oder? Das wollen sie nicht. Nur gerade gucken, Militärzugang, Nichtangriffspakt und Handel. Ja. Aber Defensivbündnis kann ich nicht mit ihnen machen, ne? Break Defensive Alliance with? Nee, das ist alles Quatsch. Ja. Ja, aber dann ist das so. 1055, das ist doch ganz brauchbar, ne? Frage ist, bleiben wir hier stehen? Sagen wir das mal ganz kurz. In der befestigten Stellung. Da bekommt er halt auch leider keine besonderen Werte, ne? Das sind reguläre Komitatenses. Ja, da müssen unsere Einheiten halt deutlich überlegen sein. Pass auf, dann geh mal hier hin. Und plündere mal ein bisschen. Können natürlich noch versuchen, mit dieser Armee dazuzukommen, aber wow, können wir überhaupt nicht weiterlaufen, ne? Ich glaube, er wollte mir sagen, dass er stündliche Wachgänge will. Auf mal Richtung Segusio. Wie viel Nahrung haben wir in der Provinz? 102. Und wenn das Ding fertig wird, dann verbrauchen wir 30 mehr, dann können wir 70 Nahrung ausgeben, passt doch. Ne, sowas können wir machen. Die Pikten wollen es wissen. Was insofern blöd ist, weil ich natürlich mit beiden eine Defensivallianz habe. Warum erklären die Pikten in Kaledonien den Krieg? Das halten wir natürlich zu unserem Bündnis, ne? We beg for a treaty between our peoples. Some arrangement that will give us both prosperity. Nee, da mache ich keine Defensivallianz. Auch wenn die sehr erfolgreich sind, aber also eigentlich, um ehrlich zu sein, wir brauchen ja wirklich nur. Ja gut, ich hätte diese Defensivallianz mit den Pikten auch früher mal auflösen können, ne? Ich sag euch übrigens, was jetzt hier passiert. Also nur, damit ihr da so ein bisschen ein
Das kann er ja unmöglich ernst meinen, ne? Super, ich könnte jetzt hier meine Truppen einfach nochmal dem Verschleiß aus der Hölle aussetzen. Das ist so blöd, ne? Im Winter hat man auch weniger Bewegungsreichweite auf See. Ich würde es mal nicht, dass es daran liegt, dass hier irgendwie alles zufriert. Kommt bis nach Eildon, das ist tatsächlich relativ weit, ne? Ich tue jetzt mal so, als würde ich hier hin. Vielleicht machen wir das ja auch tatsächlich. Können wir unserem Verbündeten da oben helfen, ist ja dann okay. Ja, lauf nach Segusio. Der muss einfach nur scouten und gucken, ob da irgendwo Armeen in der Nähe sind. Und du... läufst mal noch nach Genua. Ja, lauf hier hin und mach hier eine Defensivstellung. Kritischer Erfolg, wow. Ist natürlich gut. Okay, ich glaube, ich wollte vorhin noch einen anderen möglichen Plan erzählen. Und zwar, was man auch versuchen könnte, wäre ja, Ostrom zu vasalisieren. Wenn man die zu einem Tributstaat macht oder einem Puppet State macht, dann bekommt man von, also wenn das jetzt nicht gepatcht wurde, ne, dann bekommt man, glaube ich, so. Ich glaube so 12 oder 20.000 pro Runde von denen und dann hat man auch nochmal gut Geld in der Tasche. Damit kann man halt auch wieder viel machen. Ich weiß noch mit meinem Let's Play mit den, ich glaube es war mit den Vandalen. Da bin ich hingegangen und habe das gemacht. Ich habe das auf jeden Fall schon mal in einem Let's Play gemacht. Das habe ich dann abgebrochen danach, weil dann war es irgendwie witzlos. Dann konnte man halt so viele Armeen spammen. Und hier müssten wir halt natürlich auch zeitlich einfach auch nur ein bisschen warten. Jetzt hat er wieder diese Asia-Revolten, ne? Also Ostrom hat halt auch echt heftigste Probleme, ne? Der kriegt halt auch eine Revolte nach der nächsten. So, jetzt müssten wir nochmal schauen. Ja, du kannst erstmal hier warten. Das ist vielleicht ganz gut. Und du hast keine Verbündeten. Dann müsste ich ihm also selbst den Krieg erklären. Ich finde das auch very well, was ich hier mache. Ich will jetzt zumindest noch einmal hier unseren Todesstern eingesetzt haben, ne? Weil jetzt haben wir so eine schöne Armee. Und dann dieses Let's Play zu beenden, das wäre leider nicht so gut. Ohne einmal hier die, wie gesagt, die römische Elite zum Einsatz gebracht zu haben. Genau, kommt aber hier hin.
Ja, lauf bitte hier in die Kontrollzone unserer Siedlung rein. Da ist ja noch ein Streiter drin. Dem will ich doch noch irgendwas mitgeben. Lass mal kurz gucken. Andere Siedlung. Falle. Nee. Guerilla auf gar keinen Fall. Military Training. Und was brauchen wir noch? Sil ist, glaube ich, auch noch. Ah, nee, warte mal. Hier, Cunning, ne? Wollte ich ihm geben. Oh, kann ich ihm noch Cunning geben? Oh! Günstigerer Abgib für Kavallerie. Na, da kommen, dann nehmen wir das auch noch mit. Der Kopf des Gefangenen, der bringt mir nichts. Campaign Movement Rage, aber ich glaube, das gilt nicht auf die Armee, in der er ist, sondern nur für seine. Nur für ihn selbst. So, und was ist das jetzt? Das ist der Flavius Figulus. Kann ich den noch irgendwie adoptieren? Moment mal, stopp. Der müsste schon zu mir gehören. Adoptierst du mal ihn vielleicht noch? So, wo ist er denn? Da ist er. Hier. Das ist ja einer von uns, ne? Komm, geben wir dem noch hier ein neues Amt. Damit der Verstärkungsrate kann der wohl was anfangen. Das können wir komplett vergessen, das braucht kein Mensch. Dann geben wir ihm noch Rüstung für die Kommandanteneinheit, sehr wichtig. Spotting Chains ist nicht so verkehrt. Hostile Agent Success minus 10% ist auf jeden Fall wichtig. Und plus 15 gegen Barbaren ist auch immer gut. Integrität braucht er eigentlich nicht. Der braucht sowas wie Melee Defense, das ist auf jeden Fall ganz gut. Mit der zusätzlichen Bewegungsrate. Und jetzt haben wir noch 2 Punkte übrig. Mehr Verstärkungsrate noch. Ja, 20% mehr Campaign Movement Range, das ist schon ziemlich mächtig, finde ich. Das sollten wir ihm auf jeden Fall geben. Okay, so, dann also noch eine Schlacht hier drüben. Ja, es ist leider sinnvoller, solche Sachen auszuwürfeln, ne? Attila belohnt den Spieler nicht. Attila belohnt den Spieler nicht bei Auto-Resolve, bei manuellen Gefechten. Sondern man braucht, man braucht Auto-Resolves, jede Menge. Oh, warum habe ich jetzt Regen eigentlich genommen? Das Wetter war doch gut. Ja, genau. Sorry, verpeilt. Unsere Verstärkung kommt. Wo? Hier? Ja, dann könnten wir uns auch hier hinstellen. Ne? Stell die Armee mal ruhig nur so ein bisschen hier hinten auf. Machen wir jetzt gar nicht lang Geschiss. Good news. Ja, gucken wir mal, wo die hinlaufen. Dahin, ne? Das ist doch ganz gut. Der schicke ich da mal auf. So, die Kaff kommt schon raus. Defensores!
So, dann machen wir mal hier eine schöne defensive Aufstellung. Was ist mit der Kavallerie? Die können wir hier hinten schon mal in die Defensivstellung gehen lassen. Double Time. Ich lasse die so in der Formation aufmarschieren. Also da bin ich jetzt nicht so genau. Ja, du kannst dich ruhig noch hier hinstellen. Man fühlt sich ja fast, wenn sich hier so diese Linien gegenüberstehen, so ein bisschen wie bei Adrianopel, ne? Und hat so das ungute Gefühl, dass hier gleich noch irgendwo eine feindliche Kavallerie aus dem Gebüsch gehoppelt kommt, um einen zu attackieren. So, wenn wir die Möglichkeit haben, noch defensiver zu spielen, dann... Hey, super Idee. Finde ich gut, dass du meine Aufstellung hier komplett zerhackst. Dann machen wir das. Dann können wir uns aber auch die ganze Aufstellungsnummer sowieso schenken. Dann mache ich das anders. Moment mal gerade. So. Dann machen wir dann, wenn das Spiel nämlich mir keine Möglichkeit gibt, mich hier schön aufzustellen, dann mache ich das jetzt gerade noch selbst. Dann scheint das ja auch nicht so wichtig zu sein, ne? Schwerter. Bogen. Armbrüste. Blänkler und Schleuderer. Und du gehst bitte auch noch hier hin. Ja, dann machen wir das jetzt ein bisschen anders. Machen wir das ganz klassisch. Ja. Okay, wir versuchen ein schönes offenes Schussfeld zu finden für unsere Fernkämpfer. Die ergänzen wir durch eine Dreierreihe Speerinfanterie im Rücken. Die ergänzen wir durch eine... Moment, ist das eine angreifende Schildkröte? Ist das eine stationäre Schildkröte? Du hast eine angreifende Schildkröte, ne? Okay. Du hast es auch, ne? Mhm, weil das sind ja identische Einheiten, glaube ich. Also es ist eigentlich, ist das ja eine gleiche Einheit, ne? Dann machen wir hier vorne die mobile Testudo hin. Hinter diese Reihe... Ja, ne, euch stellen wir doch dahinter. Dann, damit unsere Komitatenses auf der Flanke noch zum Schützen abkommandiert werden können. Hier verteidigen wir unsere Fernkämpfer auf der Flanke mit Speerinfanterie. Unsere Generäle, die brauchen einfach nur eine gute Übersicht, das reicht denen schon. Lenkelkavallerie und Nahkampfkavallerie kommen hier auf die Seite. Gegen mögliche Kavallerieausfälle nehmen wir noch die Martiari mit. Und die Schleuderer, die halten wir hier noch ein bisschen im Wald versteckt. Die können vielleicht noch mal ein bisschen Druck aufbauen auf andere Einheiten. Ja, dann warten wir jetzt erstmal, bis er in Position gelaufen ist. Wir positionieren hier unsere Einheiten und dann positionieren wir uns nochmal vor seiner Linie, falls er wirklich kämpfen will. Aber ich glaube, er will kämpfen. Denn wenn wir irgendwas nicht wollen, dann ist es halt näher in den Feuerbereich seiner Türme reinzulaufen. Ne? Das ist einfach Quatsch, das muss kein Mensch machen. Du willst mich jetzt echt komplett... Das ist jetzt echt eine komplette Verarsche. Was hat denn der jetzt gerade... Also, Leute, jetzt mal ernsthaft. Das habt ihr doch gerade gesehen, oder?
Das habt ihr doch gesehen. Ne? Ist der Wahnsinn, ey. Nee, warte, stopp. Okay, pass auf. Wisst ihr was? Wir versuchen das nochmal. Es ist so dämlich. Es ist so dämlich. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so dämlich. Okay. Also es kann, oder? Das war doch jetzt nicht meine Nummer. Der ganze Kram hier. Also die Bogenschützen habe ich, glaube ich, vergessen. Das ist tatsächlich richtig. Ich meine, die habe ich wirklich vergessen. Aber das war's doch dann, ne? Oder? So. Positioniere mich noch ein bisschen um. Man hat das ja auch vorhin gesehen. Ich habe ja vorhin mal die Leertaste gedrückt. Da ging das doch. Denken wir da mit den rechten Flügel. Machen wir den ein bisschen stärker. So. Jetzt aber flott, Kinder. Da hinten ist der große böse Wolf. Und ich wollte noch ein bisschen was zur Historie sagen, ne? Aktiviert mal die mobile Testudo. Wir bewegen ihn ein bisschen vor. Gehen wir mit der Geschwindigkeit runter. Ziehen jetzt in die zweite La Reihe die Speere. Gehen hier in die Verteidigungsstellung. Ne, bleib hier drüben. Du attackierst bitte hier. Du rückst mal auf die Flanke raus und unsere Kavallerie rückt auf diese Flanke. Hat er echt jetzt, hat er das echt gemacht? Einmal hier angechatscht, damit die Lücke groß genug war, damit die Einheit sich da durchquetschen kann. Du schießt bitte auf ihn hier. Die Palatiner das jetzt machen, aber das kriegen die auch hin. Moment mal bitte. So, da bin ich wieder. Ich muss sagen, das mit der Kavallerie, das ist allerdings auch sehr, sehr ungewohnt gerade für mich, weil ich vorher ganz viele Three Kingdoms gespielt habe. Achso, okay, gut, da ist er aber auch mit drei Einheiten drauf, alles klar. Ja, weil ich vorher viel Three Kingdoms gespielt habe und da ist die Kavallerie halt einfach viel, viel langsamer. Ach, guck mal, die Kavallerie ist wieder zurückgekommen. Okay, das ist bei Three Kingdoms allerdings natürlich identisch, ne? Ich schmeiße die Pila. Okay. Gut, alles klar. Dann. Ja. Der Enemy ist ein dummer Cheater und rallyt seine Units immer. Lauf halt hier hoch. Wie gesagt, ne, da ist sie, wenn man vorher Three Kingdoms gespielt hat, ist die Kavallerie so unfassbar lahm. Aus.
Nee, warte. Hast du deine Pila geworfen? Ich hoff's, ne? Unsere Einheiten blocken alle. Aber die Fernkämpfer haben keine Chance gegen die römische Elite. Ich sag mal so, warum wir hier auch so hohe Verluste haben. Das hat auch noch einen anderen Grund. Das hat was damit zu tun, dass die KI in diese Situation kommt, wo sie in unsere Einheiten mit Fernkämpfern reinschießen kann, während sie selbst im Nahkampf ist. Und weil die KI so gut wie keinen Kollateralschaden bekommt, ist das halt einfach Killer, weil unsere Einheiten die niedrigere Fernkampfabwehr haben. Ja. Wenn die den killen, dann ist das halt auch wieder Standard, ne? Weil der General, der muss halt auch irgendwie sterben, wenn die KI den angreift. Wie greifst du hier an? Und du hier? Und wir haben es auch gleich, ne? Aber ihr seht, ne, gerade die Infanterie wird halt so abgeschlachtet, ne? Und das ist ja jetzt kein Trash, mit dem wir hier kämpfen, ne? Und normalerweise Schwerter gegen Speere im Nahkampf, ne, keine Chance. Das geht halt nur mit Statsheets, ne? Schieß mal bitte diesen Trottel da ab. Schießt du mal den Trottel da ab? Okay, weißt du was? Schießt du auch noch auf den und dann haben wir es ja. Ne? Ah ne, da ist sein Gen steht noch da hinten. Haha, geilo. Okay. Okay, pass auf. Dann machen wir das bitte auf dreifache Geschwindigkeit und das machen wir dann einfach nur mit unseren. Schaut mal, wie die. Warum krepieren die denn so? Okay, pass auf, wir machen es anders. Schieß bitte alle auf seinen General. Das sind wahrscheinlich sind es die Pile-Attacken unserer Infanterie. Die Infanterie oder generell Einheiten in diesem Game haben ja auch so einen Hang zum Selbstmord. Mein Lieblingsbeispiel ist die Milizkavallerie in Rome 1. Da hier die flüchtet jetzt sogar, warum auch immer. Wahrscheinlich weil. Ah ne, jetzt ist sie wieder da. Okay. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Milizkavallerie in Rome 1. Das ist eine Einheit, die sich selber tötet, wenn sie ihre Fernkampfwaffe wirft, weil die die in sich selbst reinwerfen. Das ist total witzig. Nicht, aber ja. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir den Typen da noch weg. Einmal bitte Palatiner-Gulasch. Gibt's heute mit Kartoffelsalat und Siegeskaffee. Sorry, mein Sohn wollte noch gerade mir Bescheid sagen, dass ich mit ihm jetzt in die Küche gehe. Das machen wir auch. Deswegen. Ja, da war 100 pro viel Kollateralschaden dabei, insbesondere durch den Pilerbeschuss. Aber versucht das halt in so einer großen Schlacht zu microen, ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? Stich den mal ab und dann. Gut, wir haben ja keine Einheit vollkommen verloren, ne? Wir plündern das jetzt erstmal. Ja, und jetzt könnten wir natürlich weitere Fraktionen in den Krieg rufen gegen die Darker und könnten uns nochmal die diplomatischen Beziehungen aufbauen. Was ich wahrscheinlich auch in der nächsten Rome-Kampagne halt dann, oder mit Westrom dann eben machen würde, um, ja, damit man einfach diesen totalen Overkill halt vermeidet. Ich möchte auch übrigens da schon mal sagen, natürlich, ich werde nicht so einfach versuchen, alles abzureißen, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich wahrscheinlich schon zurückziehen werde. Das müssen wir mal gucken. Gut, jetzt erstmal soweit so schlecht. Ich freue mich auf jeden Fall im nächsten Part, wenn ihr wieder dabei seid. Jetzt allerdings nicht ein nächster Part in diesem Let's Play, sondern ein nächstes Let's Play-Projekt erstmal. Denn ich versuche es dann jetzt, also wäre jetzt mal mein Vorschlag, ich versuche es jetzt mit Westrom nochmal auf, also mit dem normalen Spielstil, so ohne diesen, ich reiße jetzt hier meine ganzen Siedlungen ab.
Kram, ne? Und wünsche euch bis dahin alles Gute. Wir haben noch ein bisschen historische Hintergrundinfos. Und dann sage ich mal, bis gleich. Ja, also zum Schluss habe ich mir nochmal ein interessantes Thema ausgesucht, das auch als Vorschlag schon mal gekommen ist von einem Zuschauer. Den Namen habe ich jetzt dummerweise nicht mehr parat, aber er wird sich wahrscheinlich angesprochen fühlen, wenn er diesem Let's Play hier noch folgt und das wahrscheinlich erkennen. Nämlich die Frage, wie das denn eigentlich sein konnte, dass in diesen Zeiten hier ganze Völkerscharen sich wohl auf den Weg machten und hier rumzogen und wie das denn wohl gewesen sein muss, wenn halt 100.000 Leute oder ganze Völker eben hier in der Spätantike unterwegs gewesen sind. Das muss man natürlich mit einer gewissen historischen Vorsicht betrachten, denn häufig werden ja Zahlenangaben von diesen antiken Autoren, die ja keine objektive Geschichtsdarstellung betreiben wollen, sondern die unter dem, also ganz bewusst auch unter dem Einfluss ihrer persönlichen Lebensführung, die Geschichte selbst gestalten und erzählen wollen. Häufig haben diese Autoren ein anderes Verhältnis zu Zahlen als wir heute. Wenn wir Zahlen angeben, ich gehe jetzt mal von guten Absichten bei euch aus, dann bemühen wir uns ja in der Regel darum, das irgendwie akkurat zu machen oder irgendwas Belastbares angeben zu können. Und hier ist es halt so, in der Antike häufig dienen hohe Zahlen nur dazu, um zu zeigen, dass es besonders viele waren. So wird man auch in mittelalterlichen Quellen immer wieder darauf treffen, dass in zum Beispiel bei irgendwelchen Seuchen, Hungersnöten oder Pestilenzien Millionen von Menschen in Städten sterben, von denen man heute weiß, dass da nicht mehr als 5.000 Leute gelebt haben. Ja, also dass diese Zahlen dienen den Autoren häufig nur dazu, um deutlich zu machen, hier waren besonders viele Menschen. Und ähnlich bezieht man das natürlich auch auf diese Zeit der Völkerwanderung. Ähnlich ist das wohl, oder ich sag mal so, man kann aber durchaus schon davon ausgehen, dass es Großmigrationen gegeben hat, wo sich besonders viele Leute auf den Weg gemacht haben. Die Kimbern und Teutonen sind da so ein Beispiel für. Zumindest werden die hier in dem Buch, das ich mir jetzt hier vorgenommen habe, von Raimund Schulz, Feldherren, Krieger und Strategen, da gibt es einen Abschnitt dazu, der führt das als Beispiel hier an. Ich muss jetzt allerdings genau sagen, ich habe mich jetzt noch nicht so eingehend mit dem Kimbern- und Teutonenfeldzug beschäftigt, werde das aber an gebotener Stelle nochmal tun. Ich habe mich da, glaube ich, nur mal ein bisschen im Zusammenhang mit der Römischen Republik halt natürlich eben damit beschäftigt. Aber auch da müssen es ja viele Leute gewesen sein, weil die auch eine sehr große Schlagkraft wohl aufgebaut haben. Aber auch da gilt natürlich immer Vorsicht bei den Quellenangaben. Man geht da wohl heutzutage davon aus, dass es wohl tatsächlich viele Leute gewesen sind. Wie sieht das jetzt aus bei den Hunnen? Bei den Hunnen zum Beispiel ist das so ein Problem, weil ja Hunnen nicht Hunnen sind. Man konnte ja Hunne werden, wenn man im hunnischen Dienst stand. Man konnte auf der anderen Seite aber auch als Hunne in einen anderen Stammesverband aufgenommen werden. Das ist für uns heutzutage vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, aber tatsächlich gab es ja damals keine Kategorie wie Nationalität. Also Nationalitäten gab es nicht. Der Begriff der Nazio, der meint in dieser Zeit die Landsmannschaft. Das bezieht sich in der Regel auf das Land, in dem man lebt und der Grundherrschaft, zu der man gehört. Und das bezieht sich überhaupt nicht auf irgendwie eine nationalstaatliche Identität. Es gibt in diesem Sinne keine überindividuellen nationalstaatlichen Strukturen, an denen diese Leute anhängen. So haben wir es bei den Hunnen halt häufig, dass sie auch Leute mitziehen. Okay, wie sieht es bei den Germanen aus? Bei den Germanen ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch bei den Germanen hat man sich da von diesem Gedanken zu verabschieden, dass diese germanischen Stammesverbände, die sich da auf den Weg gemacht haben, dass die als große Gruppen migriert sind, sondern es ist viel eher davon auszugehen, dass kleinere Verbände migrierten. Es gibt eine Ausnahme, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Was sind das für Leute, die da migrieren? Die historische Forschung saß lange dem Trugschluss auf, nun ja, das seien Leute gewesen, die Land gesucht haben, um sesshaft zu werden. Solche
solche Darstellungen, und tatsächlich, das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Und vielleicht habt ihr das auch mal noch in der Schule irgendwie mal so gehört oder mal im Geschichtsunterricht mal irgendwie so mal. Vielleicht habt ihr darüber mal die Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Ne, diese, und ich habe das ja auch schon gesagt, ne, es gibt Leute oder Stammesverbände, die laufen hier rum und suchen nach einer Möglichkeit, um sich irgendwo ein eigenes Reich im Imperium anzusiedeln. Ne, die Franken hat der Trajanator, glaube ich, schon als Beispiel genannt, wobei ich da eben nochmal den Unterschied machen würde. Die Franken waren, ich meine jetzt nicht wirklich autonom, aber vielleicht. Da kann der Trajanator das selber bitte auch nochmal wahrscheinlich nachgucken. Ne? Also es ging da um das Tolosanische Reich, das ich ja als so den ersten autonomen, mehr oder weniger autonomen Staat, ich berufe mich da ja natürlich auch nur ein bisschen auf meine Literatur hier, Hartwig und Brandt, das Ende der Antike. Ich habe das ja jetzt nur hier in der Sekundärliteratur gelesen, um diese Wertung, dass das Tolosanische Reich halt so das erste autonome Königreich innerhalb des Römischen Reiches auf römischem Boden eben halt so gewesen ist, ne? Und dann hat man so ein bisschen die Streitfrage, ob die Franken nicht auch so, ob die nicht halt vielleicht schon vorher dazu gezählt werden können. Da wäre einfach mein Argument, dass die deutlich weniger autonom sind als jetzt zum Beispiel das Tolosanische Reich. Aber gut, ne, beide trotzdem, also jetzt mal unabhängig davon, ne, trotzdem gibt es diese Migrierer, die sich dann dort niederlassen und dort ein eigenes Königreich, Fürstentum, was auch immer halt gründen, ne. Sie werden dann zu Landwirten, Bauern oder was auch immer, oder Händlern vielleicht, Handwerkern, die dann wieder an einem Ort leben und ihr Dasein als Migrierer aufgeben. Diese Annahme ist wohl nicht ganz richtig. Und die trügt auch ein bisschen. Das ist nämlich eine Darstellung, die ist aus der römischen Geschichtsdarstellung entlehnt. Nach der Schlacht von Adrianopel, die ja mit einem ganz kläglichen Scheitern der Römer besiegelt wurde, gab es ja diese schmachvollen Verhandlungen, in die die Römer immer wieder mit den Goten treten mussten, um denen Konzessionen zu machen. Um den Goten Zugeständnisse bei der Landnutzung zu machen, um den Goten Zugeständnisse bei Geldzahlungen und so weiter zu machen. Und die hohe römische Administration hatte ein großes Interesse daran, daraus noch irgendwie was Positives zu gewinnen in der Selbstdarstellung. Und so kam man auf die Idee zu sagen, ja, aber schaut mal, dafür haben wir jetzt aus diesen rumziehenden, wildernden, plündernden Barbaren friedliche Bauern gemacht. Sie haben das Schwert, so die Quelle, sie haben das Schwert eingetauscht gegen die Pflugschar. Schwerter zu Pflugscharen, kennt ihr ja das berühmte Sprichwort, ne? Und die wilden Krieger sind jetzt friedliche Bauern. Immerhin haben wir doch was geschafft, oder? Und jetzt gucken wir natürlich in die historischen Ereignisse in der Zeit danach und finden da ganz schnell fest, von den Goten geht immer wieder, da geht immer wieder Unruhe aus. Die sind immer wieder eine Bedrohung. Wir dürfen davon ausgehen, dass das eben eine Art, ja, der römischen Propaganda gewesen ist, um die Goten eben so darzustellen, wie sie nicht waren. Was haben die denn dann gemacht? Diese germanischen Verbände, und das gilt auch zu einem großen Teil für die Hunnen, also für die Terwinger weiß man das wohl ziemlich sicher, waren Arbeitsmigranten. Aber nicht normale Arbeitsmigranten, sondern es waren kriegerische Arbeitsmigranten. Das Handwerk des arbeitsmigrierenden Kriegers, der mit einem Anführer durch die Gegend zieht und der auf der Suche ist nach Beute. Denn Beute war ganz wichtig. Und so kommt es tatsächlich auch zu Zusammenschlüssen, die den Eindruck erwecken könnten, als wäre da ein ganzer Volksstamm unterwegs. Aber häufig sind es doch Leute, die das Kriegerhandwerk praktizieren, auf der Suche sind nach Beute, um sich und ihre Familie zu ernähren und dementsprechend auch ihren Dienst oder sich in den Dienste anderer stellen. Und was für die Bezahlung ausschlaggebend ist und für den Anschluss an eine solche Migration ist der militärische Erfolg. Das ist der entscheidende Faktor. Solche Unternehmungen werden am Erfolg und an der Schlagkraft gemessen. Und je größer, wir können das
vielleicht so ein bisschen verstehen wie so ein Sogeffekt, ne? So ein bisschen wie so eine Art Gravitationseffekt. Wenn sich dort viele Leute zusammenschließen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man da auch irgendwie zum Erfolg gelangen wird. Und deswegen machen das teilweise auch. Man kann sich übrigens mal ganz regulär da reinstellen. Und deswegen machen das auch viele dieser Migrierer. Die Leute, die da migrieren, sind auch Warlords. Ne? So kleine Taliban sozusagen. Ne? Also das sind die germanischen Taliban-Varianten, die hier noch arbeitsmigrierenderweise da durch das römische Imperium marschieren, ihre Söldnerdienste verkaufen. Und jetzt sagen viele von euch natürlich, ja Moment mal, aber ich habe das doch gesehen in der Fernsehdoku, da sind ja auch Handwerker, Kinder und Frauen und so weiter dabei. Und da sagt die historische Forschung, insbesondere auch die Archäologie, sagt, das ist auch überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass die ihre Familie mitgenommen haben, denn die Familie war wichtig, um eine logistische Versorgung der, die Versorgungslinien aufrechtzuerhalten. Wir kennen das übrigens aus der Antike von den griechischen Söldnern. Also dort ist es bekannt, dass die ihre Frauen und Kinder mitgenommen haben, wenn sie sich in den Dienste anderer Herren gestellt haben, um damit auch die Versorgungslinien aufrechterhalten zu können. Es ist auch anzunehmen, dass das bei den Wanderungsbewegungen in der Spätantike auch der Fall gewesen ist, die eben keine Völkerwanderungen gewesen sind, weil da keine Völker gewandert sind, sondern die eigentlich eine Arbeitsmigration insofern war, ja, weil die Leute sich mit ihrem Kriegerhandwerk verdingen wollten und weil es eine ganz wichtige Voraussetzung war, militärische Erfolge vorzuweisen, insbesondere für die Anführer solcher Unternehmungen. Die wollten ja auch erfolgreich sein, die wollten auch plündern. Und die hatten überhaupt gar kein Interesse daran, sich irgendwo friedlich niederzulassen und zu sagen, ach ja, jetzt machen wir es uns hier aber mal schön gemütlich. Das war überhaupt nicht die Intention. Das hätte ja auch so ein bisschen Gesinnung der Leute widersprochen, die da unterwegs waren. Denn die Leute, die da migriert sind, das waren auch nicht, das waren auch nicht unbedingt immer nette Menschen, die da unterwegs waren, ne? Sondern das ist eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und der gesellschaftlichen und politischen Instabilität. Und die Karrieren, die dort manche Leute machen, ja, das sind halt eben auch kriminelle oder kriegerische Karrieren. Und man könnte einen Teil davon eben durchaus sicherlich auch als Söldner bezeichnen. Natürlich sehen die sich auch nach Prestige, insbesondere die Anführer, ne? Also das ist ja durchaus richtig. Aber es wäre vermessen zu sagen, die wandern da ein, dann nehmen die sich ein bisschen Land und dann werden die alle Bauern. Das war nicht das Ziel dieser Leute. Und so waren die auch nicht drauf und so haben die auch nicht getickt. Die wollten Beute machen, ne? Das ist ein Unterschied, ne? Vielleicht auch nur mal hier ein ganz kurzes Zitat eben aus diesem Buch von Raimund Schulz, Feldherren, Krieger und Strategen. Da werde ich übrigens wahrscheinlich so einen Podcast zu machen, Adrianopel und die Zeit danach. Das wäre sehr schön, wenn ihr da nochmal diesbezüglich auf meiner Patreon-Homepage vorbeischaut. Ich glaube, man muss, um die Updates zu bekommen, also ich werde das auf jeden Fall auf Patreon so vorab zur Verfügung stellen, aber ich glaube, man muss da jetzt auch nicht unbedingt dann mich bei Patreon supporten, also man muss ja nicht unbedingt Patronus sein, sondern man kann das glaube ich auch abonnieren, so dass man diese Newsfeeds bekommt, ohne dass man da jetzt wirklich irgendwas bezahlt oder sowas. Also vielleicht nur nochmal da der Hinweis für euch, schaut mal auf meine Patreon-Seite, die ist auch hier in der Videobeschreibung verlinkt, meine ich. Falls nicht, findet ihr sie auf meiner Kanalseite unter den Kanalinformationen. Denkt bitte dran, ihr verlasst dann natürlich YouTube und geht auf eine andere Website, ne? Also das ist schon ein wichtiger Hinweis so für euch. Aber da könntet ihr mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall da vorher schon mal hochladen und wahrscheinlich wird es dann auch auf YouTube öffentlich nochmal irgendwann später zur Verfügung stellen. Also nicht wundern, wenn das jetzt auch ein bisschen später dann kommt, ne? Ja, also, der schreibt, der Vertrag von 382, ne, das nach der Schlacht bei Adrianopel, könnte entsprechende Regelungen enthalten haben, also wenn es halt zum Beispiel dazu geht, Siedlungsgarantien eben abzugeben, ne?
Abwegig ist allerdings die von römischen Panegyrikern verbreitete Vorstellung, die Krieger und ihre Anführer hätten ihre Waffen niedergelegt und selbst im Flug geführt. Ne, das habe ich ja eben gesagt. Ein solcher Wandel hätte sie zu unbeweglichen Milizionären gemacht. Das heißt, sie hätten sich ja dann auch selber irgendwie und ihre Siedlungen verteidigen müssen. Und das ist wiederum ein Nachteil gegenüber der migrierenden Weise, um sich als Söldner zu verdingen. Ne? Und ihre Einsatzfähigkeit im römischen Feldherr gemindert. Klar, natürlich, weil sobald die Leute nur noch als Miliztruppen eingesetzt werden können, sind sie nicht mehr so flexibel. Ist ja auch irgendwie wieder klar. Er widersprach aber auch dem Ethos und dem Status der germanischen Krieger innerhalb der Gens oder ihrer Gens. Sie waren gewohnt, von den Abgaben der übrigen Bevölkerung zu leben und als Herren über Ackerbauern zu gebieten. Insofern ist es also, eine kleine Ergänzung von mir, unwahrscheinlich, dass man sich selber in einen niedrigeren Status begibt. Und kein römischer Befehl konnte sie davon abbringen. Da sie zusätzlich zur Bebauung des Bodens auch noch dessen Verteidigung übernommen haben sollen, erscheint allein aus militärischen Gründen unrealistisch. Also hier die Übernahme der Verantwortung, das Römische Reich zu verteidigen. Unwahrscheinlich. Die mit der Defensive verbundenen Kampftaktiken, Garnisonsdienst und ein Leben in den Grenzstädten und Festungen waren den Germanen fremd. Ist ja auch verständlich, weil das ist ja eher die römische Lebensweise in der Spätantike und nicht unbedingt die germanische. Auch wenn es da natürlich Unterschiede gibt, klar, es gibt ja auch, ich weiß nicht, man denke jetzt zum Beispiel auch mal an so Sachen wie den keltischen Ringwall oder so, bei Ossendorf ist er, glaube ich, ne? Das ist ja auch so eine große Befestigungsanlage gewesen, die ist allerdings, glaube ich, keltischen Ursprungs, nicht unbedingt, also germanischen Ursprungs. Aber solche, also natürlich gibt es auch solche größeren Garnisonsanlagen, dennoch ist diese größere Verstädterung und städtische Lebensweise, wie man sie eben aus urbanen Zentren wie Trier oder Ravenna oder so kennt, im Westreich, das ist halt eher die römische Lebensweise und nicht unbedingt die germanische. So, und dann mache ich eine klitzekleine Totwo-Attila-Pause und bin bald wieder zurück mit der, mit dem Pain-Game, mit der Campaign of Pain, wo ich mir die Folter als Westrom zu spielen nochmal antun werde, in einem größeren und viel schlimmeren Ausmaß. Insofern wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, in diesem Sinne Pax Vobiscum und Valete.